Mehrere tausend Fans verfolgten im Olympiastadion beim Public Viewing den Siegeszug der deutschen Elf im Viertelfinalspiel gegen Griechenland. Entgegen den Erwartungen gab es reichlich Tore zu bejubeln. Auf deutscher Seite die Treffer durch Lahm. Kedira. Klose. Und Reus. Die erwartete Abwehrschlacht blieb aus. Die Feierstimmung der Fans war grenzenlos. In der Halbfinalbegegnung warten nun England oder Italien darauf, von Deutschland besiegt zu werden, unter dem Jubel der Fans im Olympiastadion.